Hi zusammen, mein Name ist Matze. Ich möchte mir gerne ein bisschen Geld dazu verdienen. Es muss nicht viel sein, vielleicht so viel, dass ich mal öfter meine Freundin zum Essen einladen kann. Vielleicht auch so viel, dass ich davon einen gemeinsamen Sommerurlaub bezahlen kann. Vielleicht auch so viel, ach, lassen wir das. Mit einer Geldanlage bei der Bank kann ich doch eigentlich nichts falsch machen. Wenn ich heute noch 1000 Euro bei meiner Bank anlege, dann habe ich bei einem Zinssatz von 1,8% in einem Jahr 1018 Euro und somit 18 Euro Gewinn gemacht. Nee, da mache ich lieber Sportwetten. Ein Kumpel spielt so coole Scheine. Der macht aus 50 Euro mal eben das 18-fache. Das will ich auch. Also irgendwie funktioniert das alles nicht. Ich habe schon so viel Geld verloren und solch tolle Wettscheine habe ich auch nicht durchgebracht. Mittlerweile weiß ich, dass mein Kumpel mit solchen Wettscheinen nur angibt, denn er hat bereits und wird sicher noch ein Vielfaches des Einsatzes verzocken mit solch einer Taktik. Sein Spiel basiert nur auf Glück und ich will nicht wissen, wo das für ihn endet. Ich möchte gerne endlich professionell wetten. Wie machen das eigentlich richtige Profis? Safeties? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das klingt spannend und vielleicht bewege auch ich mich dann endlich in die Gewinnzone. Ja, das war die kleine Einleitung, die kleine Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir früher auch so ging, bis ich mich irgendwann auch über verschiedene Portale mal an Profis gewandt habe, dort auch Coachings bekommen habe und nun seit einigen Jahren ja, meinen eigenen Weg gehe. Vor allen Dingen mit Safety-Wetten, da habe ich sehr viel Erfolg in den letzten Jahren und ich möchte gerne auch, dass ihr davon profitiert. Deswegen, was sind denn überhaupt Safety-Tipps? Also Safety-Tipps sind quasi Tipps im niedrigen Quotenbereich. Ja, da bewegen wir uns in dem Bereich von 1,15 bis 1,5. Und auch Safeties bedürfen natürlich einer ausgiebigen Analyse. Und mit dieser Analyse und diesem niedrigen Quotenbereich möchte ich eine hohe Trefferquote erzielen. Eine viel höhere Trefferquote, als ich sie, sage ich mal, mit Quoten im höheren Bereich über 2 erzielen könnte. Auch Safeties, wie gesagt, benötigen natürlich eine detaillierte Vorab-Analyse. Ich kann nicht einfach hingehen, irgendeine 1,2-Quote anspielen, da falle ich auch auf die Nase. Je nachdem, wie hoch die Quote des Einzeltipps ist, kann dieser einzeln oder als Kombi angespielt werden. Also wenn ich einen Einzeltipp habe, der für mich meiner Meinung nach zum Safety-Bereich gehört, weil ich vorher das Spiel analysiert habe und es als recht sicher ansehe, und die Quote sich im Bereich 1,4, 1,5 bewegt, dann kann ich das auch vertreten, die einzeln anzuspielen. Aber grundsätzlich eignen sich eigentlich diese Safety-Tipps für Zweier- bzw. Dreier-Kombis. Da habe ich dann auch später noch ein Beispiel für euch. So, ganz allgemein, der Sinn von Safeties ist es, mit möglichst größter Sicherheit und Trefferwahrscheinlichkeit stetig Gewinn zu erzielen. Nein, wir werden nicht einen Schein spielen mit einer Quote aus irgendwelchen Kombis zusammen. Da haben wir dann eine 10er-Quote und ich gewinne an einem Tag 1000 Euro und stelle es ins Internet und bin ganz toll. Das funktioniert so nicht. Da werdet ihr auf Dauer immer auf die Nase fallen. Denn Sportwetten, das ist quasi wie so ein Marathon zu verstehen und nicht ein Sprint. Wichtig ist, wenn ich mal nach einem halben, nach einem Jahr Bilanz ziehe, was kommt dann am Ende raus? Und wenn dann am Ende so viel rauskommt, dass ich sagen kann, ey, cool, ich habe jetzt so viel gewonnen, ich fahre jetzt einfach mal von dem Geld in Urlaub. Dann hat quasi das Sportwetten schon seinen Sinn eigentlich erfüllt. Dann habt ihr nebenbei ein bisschen Geld gemacht und auch Spaß dabei gehabt. Das ist ganz wichtig. Also wichtig ist auch, Safeties sind keine 100% sicheren Prognosen, denn auch Safeties können natürlich verlieren und es gibt niemals beim Wetten eine Gewinngarantie. Jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen, was denn bei uns auf wettscheine.net das Wettpaket Safeties überhaupt bietet. Also ihr bekommt 3 bis 6 Einzeltipps täglich. Alle Tipps wurden vorher natürlich umfangreich von unserem Expertenteam analysiert. Das ist wichtig. Also wenn euch jemand erzählt, ich brauche keine Analyse für 1,2 Quoten, die treffen immer, das ist natürlich völliger Quatsch. Denn wenn wir das analysieren und an euch rausgeben, solche Quoten, dann gehen wir mit, sage ich mal, 85 oder 90%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser Tipp auch kommt. Die Tipps werden am Vorabend quasi euch zur Verfügung gestellt oder spätestens am Spieltag bis 12 Uhr. Es bleibt dann quasi genug Zeit zum Nachtippen. Ziel ist es, mindestens eine 70%ige Trefferquote zu erzielen. Drunter waren wir noch nie, da kann ich euch schon mal beruhigen. Ziel ist aber, dass man schon 75% und mehr trifft.
denn dann bewegen wir uns schon in einer richtig guten Gewinnzone. Bei 70% sind wir in der leichten Gewinnzone. Alles, was da drunter ist, da wären wir schon in der Verlustzone und das wollen wir natürlich euch auch nicht anbieten in so einem Wettpaket. Aber wie gesagt, ich kann euch beruhigen, dass wir haben bisher in jedem Monat Gewinn gemacht und in diesem Monat März läuft es ganz fantastisch. Dazu noch später mehr. Einblicke in unsere Arbeit beim Wettpaket ist selbstverständlich, bei Bedarf persönlicher Support auch durch unser Experten- und Wettteam. Auf Wunsch könnt ihr jederzeit Einblick erhalten in die Statistik. Ich werde euch am Ende des Videos die Statistik vom März kostenlos auch für die ganze Allgemeinheit vorstellen. Da braucht ihr also nicht Abonnent sein, um mal hier jetzt einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. So, sagt ihr mir auch, was ich kombinieren soll und wie viel ich einsetzen sollte? Nein, das tun wir nicht. Warum? Da gibt es gute Gründe für. Da heben wir uns auch ein bisschen ab von anderen Portalen, die euch einfach einen Schein hinblättern, sagen, hier spielt ihr mal mit 100 Euro an und dann geht der Schein in die Hose. Denn wir bieten euch verschiedene Einzeltipps, die ihr kombinieren könnt, wie ihr möchtet. Wir raten euch aber immer nur von diesen Vorschlägen, 3 bis 6 Einzeltipps am Tag, nur 2 bis maximal 3 zu kombinieren. Ich persönlich kombiniere immer nur 2 von diesen Tipps. Solltet ihr die Tipps kombinieren, sollte die Gesamtquote dieser Kombination mindestens 1,4 betragen. Wir möchten nämlich nicht, dass ihr vorgefertigte Scheine nachspielt. Jeder soll die Freiheit besitzen, das zu tippen, was er möchte. Unsere Einzeltipps sind als Vorschläge anzusehen. Jeder bringt nämlich auch ein anderes Budget mit für Sportwetten und deswegen werden wir euch nicht vorgeben, hey, spielt mal diese Wette mit dem und dem Betrag an. Der eine bringt vielleicht 100 Euro mit, der andere 1000 Euro. Er soll natürlich dann individuell dann auch setzen. Deswegen werden wir euch keine Einsätze vorschlagen. Wir wollen euch so nicht unter Druck setzen und zu irgendwas verleiten. Sportwetten soll im Prinzip immer noch Spaß machen und ein bisschen Profit abwerfen. Jeder so, wie er kann und will. Selbstverständlich solltet ihr mal Fragen haben als unsere Abonnementkunden, einfach uns anschreiben, jederzeit, dann wird unser Expertenteam wird sich um euch kümmern. Wir beraten euch natürlich gerne. Jetzt mal ganz konkret, wie spiele ich eigentlich Safeties an? Das gilt jetzt nicht nur für unser Wettpaket, sondern es gilt generell für jeden, der eigentlich professionell Sportwetten tätigen möchte. Ich habe jetzt hier ein aktuelles Beispiel vom 22.03. aus unserem Wettpaket. Dort haben wir euch 3 Tipps vorgeschlagen. Das erste waren Pokalspiel in Singapur. Da haben wir auf den Gast Guangzhou gesetzt, die sich am Ende auch qualifiziert haben. Das zweite war ein weißrussisches Fußballspiel, Stutsch gegen Mosir. 3 zu 1 ausgegangen, auch dort sicher durch der Safety. Und der dritte Tipp wäre ein Eishockeyspiel, auch in Weißrussland, Playoffspiel zwischen Soligorsk und Grodno. Auch da hat der Tipp getroffen. Ist natürlich der Idealfall. Ihr werdet aber gleich an der Statistik sehen, dass dieser Idealfall schon häufig vorkommt und das natürlich auch von uns so gewollt ist. Also, man hätte diese folgenden Kombis daraus machen können. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, bitte immer nur 2 kombinieren. Also zum Beispiel hier eine 1,3 mit der 1,36. Ihr seht in diesem Quotenbereich, in dem wir dann kommen, das kann man super anspielen. Ne? Alles, was über dieser Quote 1,4 ist, 1,5, wenn ich 2 Safeties kombiniere, das reicht mir persönlich völlig aus. Es ist euch aber freigestellt, ob ihr jetzt alle 3 Spiele dann kombinieren wollt oder alle 2. Ich tendiere immer zu 2, weil natürlich gibt es auch mal Tipps, die nicht treffen und so hält man die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass man da mal einen Fail drin hat. Ich möchte nur, dass ihr hier seht, dass man auch mit Safeties, auch wenn man eine geringe Quote bei einem Einzeltipp hat, trotzdem in so einer Zweierkombi schon auf schöne Quoten kommen kann und da hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Tipp kommt, weil die Spiele halt eben vorher von Experten für euch genau analysiert wurden und als recht sicher zu betrachten sind. Exklusiv komplette Statistik für euch für den März. Abonnementkunden können das bei uns jederzeit abrufen. Hier stelle ich es euch jetzt auch mal zur Verfügung. Also, der März ist ja noch nicht rum, aber das sind jetzt erstmal alle Spiele, die bei uns im Wettpaket gelaufen sind. Guckt sie euch an. Alle Quoten bewegen sich genau in diesem Safety-Bereich, 1,15 bis 1,5. Und wir haben hier 70 von 83 Tipps getroffen. Insgesamt waren 86 Tipps, aber ihr seht, 3 gelbe sind dabei. Spielabsagen oder Head-to-Heads, wo es das unentschieden Geld zurückgibt, gehen natürlich nicht in die Statistik ein. 70 von 83 Tipps getroffen, Trefferquote von 84,34% ist super.
Da sind wir total im Gewinnbereich. Und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, denn wenn ich jetzt diese Trefferquote mal als Beispiel herannehme, dann trifft nur jeder achte Tipp nicht. Ihr habt dann Riesenspannen mehrere Tage über, wo alle unsere drei, vier, fünf Prognosen dann auch treffen. Da könnt ihr quasi gar nichts mit der Kombi falsch machen, wenn ihr da zwei kombiniert. Ja? Und das ist eigentlich ein Ziel von uns, was wir so auch beibehalten wollen, denn dann macht ihr Gewinn, dann machen wir Gewinn, wir haben Spaß am Sportwetten und so soll es quasi sein. Auch dazu nochmal ein aussagekräftiges Balkendiagramm, wie es jetzt im März läuft. Trefferquote, wie gesagt, 84,34%. Mit dem Balkendiagramm ist das Ganze manchmal noch ein bisschen anschaulicher, dass wir uns hier absolut in der Gewinnzone bewegen. So wie ich mich eigentlich mit diesen Safeties in den letzten Jahren in der Gewinnzone bewege. Denn dann ist das ist für mich eigentlich das wirkliche professionelle Sportwetten, wo man dann stetig Gewinn anhäuft. Ich möchte euch auch sagen, erinnert euch mal immer wieder an den Matze zurück vom Anfang des Videos, der zur Bank geht mit seiner 1,8%igen Zinssatz, der am Ende des Jahres bei 1000 Euro Einsatz 18 Euro Gewinn rausbekommt. Und was machen wir denn? Also wenn wir quasi dann in einem Monat 180 Euro Gewinn machen, sind wir da schon dicke drüber. Und deswegen ist es auch wichtig, beim Sportwetten bescheiden zu sein, sich mal immer daran zu erinnern, dass es quasi eine Geldanlage ist, aber was wir am Ende dann auch für einen Zinssatz rauskommen, der kann auch mal locker über 100% sein oder sollte über 100% sein. Und dann hat man am Ende des Tages, auch am Ende des Monats, eine super Bilanz stehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Nicht, was bringt mir ein Tag, ich will an einem Tag super viel Geld schnell machen, sondern was bringen dann die ganzen Tage danach? Und da ist man im Safety-Bereich eigentlich auf der sicheren Seite. Und so sollte, würde ich mir wünschen, jeder mit Sportwetten umgehen, denn dann würden die Buchmacher, denke ich, echte Probleme bekommen. Wie dem auch sei, die Quoten, die ich hier auch zur Verfügung gestellt habe, kommen von unserem Wettanbieter Bet365.